Guten Tag und willkommen zu Part 9 von Donkey Kong Country Tropical Freeze. Heute machen wir weiter mit 3-6 Kanonen Kazachok. Oder? Moment. Ja, okay, das war das nächste Level. Wollte nur nochmal sicher gehen. Alles klar, let's go. Ich hab schon richtig Bock auf das Game. Schon richtig Bock. Und zwischen den Aufnahmen liegen jetzt schon wieder 2-3 Tage. Leider. Und ich möchte ehrlich gesagt auch erst dann wieder hochladen, wenn ich ein paar Videos aufgenommen habe. Deshalb werde ich die wahrscheinlich später als geplant hochladen. Aber naja, ist ja auch egal. Hauptsache, ich kann hier wieder meine Videos machen, wofür ich sehr lange keine Zeit und keine Lust für hatte. Warum auch immer. Warum auch immer. Mir macht das Aufnehmen eigentlich Spaß. Aber ich glaube, das habe ich im letzten Part schon erklärt. Also lassen wir das. Lieber erstmal darauf konzentrieren, dass wir hier das hinbekommen. Aber das ist auch eine der leichteren Stages. Oh. Okay. Das sieht komisch aus. Hat aber auch ein schönes Design irgendwie. So lächerlich wirkt irgendwie. Die Bomben einfach. Okay. Weil die Bomben einfach angezündet sind. Kann man. Aber bei den Seilen herspringen kann man, ne? Ja, gut. Wäre auch ein bisschen dämlich gewesen, wenn man es nicht konnte. Safe kommt gleich irgendwas, wo man warten muss oder so. Und dann kann man zu einer geheimen Passage oder so. Da wette ich drauf. Da wette ich sowas von drauf. Ja, hier. Kann ich hier nichts machen? Das sieht so verdächtig aus, die Stelle. Sorry, aber es sieht hart verdächtig aus gerade. Oh, jawoll. Aber trotzdem, da unten war doch bestimmt irgendwas. Weil diese... Kann man hier runter? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Weil diese Gräser so extrem auffällig waren. Sahen viel zu verdächtig aus. Oh. Oh, oh, oh. Nimm die Bombe mit. So. Und ich weiß auch nicht, ob ich die Special von Donkey und Dixie aktivieren möchte. Weil irgendwie wird das Spiel dann dadurch zu leicht, finde ich. Dann diese Masse an Herzen einfach hat. Oh, was war das? Frame-Einbruch oder was? Kann auch von meiner Seite gewesen sein. Natürlich, dass irgendwas mit dem Setup gerade nicht vernünftig eingestellt ist. Apropos Setup. Ich hoffe übrigens, das klappt so. Ich habe es nämlich schon wieder umgestellt. Aber es müsste sich eigentlich besser anhören. Oh, alles klar. Nein, nein! Oh Mann. Oh, nee. Da hätte ich warten sollen, ne? Ja, dumm. Einfach nur dumm. Ich kann mir... Ach, Kacke. Ich kann mir eigentlich auch sparen, jetzt das G einzusammeln, aber ich mach's trotzdem mal. Das ist ärgerlich, aber ich glaube, ich habe sowieso nicht alle Puzzleteile, ne? Aber da unten ist sowieso noch eins. Mh.
das tut weh. Da muss ich zugeben, das tut weh. Was? Ach komm. Und nicht mal das DK bekommen. Na egal. Ich hol's sowieso nach. Wobei ich das DK hier immer noch nicht... Oder? Ah nee, das ist nur die Zeit-Challenge, ne? Ja, 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 stimmt. Okay. Ich dachte nur, ich hätte das da noch nicht eingesammelt. Aber ist Quatsch. Ja, was machen wir zuerst? Das Link, ne? Ja, das Linke. Immer schön der Reihe nach. Level spielen? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob man das gesehen hat. Jetzt schon wieder. Wenn ich hier im Programm rumspiele, ob es dann zwischendurch laggt, das weiß ich nicht. Das muss ich noch alles ausprobieren. Aber ich finde es generell angenehmer, wenn ich das Programm offen habe, um damit dann quasi zu zocken. Dass es dann eine Live-Übertragung hat. Anstatt dass ich erst den Kanal vom Monitor umwechseln muss. Wenn man versteht, was ich meine. Umwechseln. Ja. Ändern. Wenn ich den Kanal vom Monitor ändern muss. So. Ich finde es nämlich so viel angenehmer, wenn ich dann einfach über das Aufnahmeprogramm zocken kann. Aber wenn das dann natürlich zwischendurch laggt, wenn ich da irgendwas am Rumspielen bin, das ist dann natürlich ziemlich dämlich und werde ich das in Zukunft auch anders machen. Muss man hier die Bananen einsammeln? Naja, sind sowieso jetzt weg. Da oben ist doch safe was. Ne, Moment. Doch nicht. Okay. Sah nur erst so aus. Wäre ich einfach runtergefallen. Das wäre arm gewesen. Okay, dieser Raum ist... relativ gut zu machen. Aber wenn man sich hier einmal vertut, so wie ich jetzt, dann kann es auch ziemlich schwierig werden. Aber nee, das war noch im Bereich der Zeit. War noch okay. Im Bereich der Zeit, ey. Ich laber heute dämliche Sachen. Oh. Das sieht man ziemlich gut, das Puzzleteil. Das sieht selbst ein Blinder. Doch wie komme ich runter? Ah ja, okay. Cool. Kann man hier Münzen farmen? Oder wirkt das jetzt nur so? Nee, man kann hier echt Münzen farmen. Also wenn man aus irgendeinem Grund Münzen braucht, ist das hier auf jeden Fall so ein Kandidat, wo man mal anfangen könnte. So sammeln. So, ich versuche natürlich auch alles mitzunehmen, ist klar. Okay, dafür gibt es leider nichts. Was hindert mich jetzt daran, hier einfach rüber zu springen? Nix, ne? Okay. Cool. Ich bin aber schon auf Welt, wo sind wir gerade?
Welt 3, ne? Ich glaube, ich habe Welt 4 schon zum gewissen Teil gemacht und ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf Welt 5 und aufwärts. Die habe ich halt wirklich noch überhaupt nicht angefasst. Also nicht mal in meinem, auf der Wii U. Weil ich habe das Spiel ja schon für die Wii U besessen. Beziehungsweise besitzt immer noch. Aber da habe ich das Spiel halt nicht wirklich gespielt. Warum auch immer. Ist eigentlich mega nice. Das Game und ist eigentlich auch eine Frechheit, dass ich das immer noch nicht durchgezockt habe. Habe ich hier einen Fehler gemacht? Nee, ne? Okay. Ist zum Glück noch alles in Ordnung. Oh mein Gott, wie unglücklich war das denn bitte? Was ist da denn passiert? Alles klar. Naja, gut. Kann ich mal meinen Skill mit Donkey auch zeigen? Das war nur ein bisschen Bonus, ne? Irgendwie Bonusleben und hast du nicht gesehen. Boah, ist das schwierig ohne Begleiter. Naja, egal. Ich glaube, es war nur Bonus. Also können wir das auch getrost hinter uns lassen. Da oben war ein Puzzleteil. Ja, ein Puzzleteil war da. Kann ich das auch ignorieren? Okay, muss ich timen. Allerdings nicht so schwer. Ich hoffe, der kommt wieder zurück. Was? Der hat man ja gar nicht gesehen. Hau ab. Oh. Muss man hier alle Bananen sammeln? Nicht zwangsläufig. Ups. Okay, es hätte auch schief gehen können. Alles klar, ich habe ja... Wird mir zwar niemand glauben, aber ich habe eigentlich nur aus Langeweile an Knöpfen rumgedrückt. Und dann hat er sich auf einmal festgehalten. Dann habe ich reflexartig weiter auf den Knopf gedrückt und hätte ich da losgelassen. Wäre zwar lustig gewesen, aber auch ärgerlich. Ups. Uncool. Okay. Ich wusste doch, den kann man irgendwie besiegen. Ah, dass es nur so kleine Goodies gibt, stört mich irgendwie. Aber dafür gibt's ein Puzzleteil, oder? Dafür gibt's doch bestimmt ein Puzzleteil. Nicht? Ey, es kann nicht sein. Okay, das war auch ziemlich knapp. Wie ich hier mein Leben riskiere für irgendwelche... Naja, egal. Dann haben wir zumindest das Kong beisammen. Für irgendwelche komischen Goodies, wo ich denke, die muss man bestimmt alle hintereinander einsammeln, aber dann bringt einen das gar nichts. Ne, und hier warte ich. Nicht, dass ich noch an den Affen hier sterbe. Dann wäre ich fast runtergefallen. Auch schön. Wie man für so viele Sachen nichts bekommt. Okay, cool. Jetzt haben wir endlich alle Puzzleteile und können direkt ins Ziel. Das
hier direkt sein dürfte. Ja. Okay, das ist auch ziemlich schwer zu timen. Boah, das ist mega schwer. Fast. Fast. Okay. Ich nehme jetzt seit 15 Minuten auf. Ich denke, ein Level können wir noch machen. Hat der Part zwar ein bisschen Überlänge, aber macht ja nichts. Let's go. Ich finde es auch ziemlich dämlich, dass man nicht dann, dass dieser obere Weg hier jetzt nicht freigeschalten wird. Dass man dann direkt dahin kann. Naja. Ist eigentlich auch egal. 3B, Rankenrumba. Ich hoffe, der Level ist kurz. So viel Überlänge soll der Part jetzt auch nicht haben. Ich wollte halt direkt drüber springen. Darf ich noch? Ja, ne? So, so wollte ich das machen. Okay, und hier kriege ich auch einen neuen. Ich glaube, Cranky nehme ich dieses Mal. Mit dem kann man nämlich hier auf die Stacheln springen. Okay, und Feuergegner kann man nicht besiegen. Dann wüssten wir das auch schon mal. Was ist hier? Ach so, okay. Und ich wusste, dass das passiert, ne? Ich wusste so sehr, dass es passiert. Mist. Das ist... Gehen die Blätter runter oder was? Ach komm, ey. Also ein weiterer Cranky war zwar cool. Zwar nicht verdient, aber cool. Und ein weiteres Herz auch. Oh, hierfür gibt es sogar ein Puzzleteil, alles klar. Nein! Ja, hätte ich warten sollen. Aber egal, man kann es auch positiv sehen. Wir bekommen jetzt einen neuen Cranky, wollte ich sagen. Und nochmal sterben wäre jetzt ziemlich arm. Boah, hau ab hier. Was? Warum habe ich denn da gerade Schaden bekommen? Wie gesagt, ein Herz wäre ganz cool. Oh, ich dachte da, erscheinen Stacheln, wo ich dann drauf springen kann, aber nö. Und das nur für eine Münze. Okay, gut. Und auch cool, dass man mit Cranky die Viecher besiegen kann. Und hier ist ein weiteres Herz. Perfekt. So, hau ab. Da oben ist eine Liane. Die sehe ich. Alles klar. Gibt es hierfür auch noch ein Puzzleteil oder ist das nur für die Bananen? Ein Puzzleteil wäre ganz cool. Ja, okay, cool. Das finde ich sehr gut. Immerhin kommen ja hier auch diese Viecher und es ist nicht ganz so gerechtfertigt für ein paar Bananen. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie nur noch ein Herz hat oder der Partner nur noch ein Herz hat, dass man dann für ein paar Bananen das Leben aufs Spiel setzen müsste. Das wäre ein bisschen, bisschen unfair. Muss man die in einer bestimmten Zeit sammeln, die Dinger? Weil wenn ja, habe ich jetzt, glaube ich, verkackt, ne? Achso, ein Bonus-Level. Oh. Ich dachte, da wäre einfach nur eine Plattform mit einem... Oh, und das ist nicht gut.
Okay, hier einfach warten. Schön. Alles klar, nicht gut durchgekommen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich sagen wollte. Ach so, nur eine Plattform. Ich dachte, da wäre nur eine Plattform mit einem Puzzleteil. Okay, perfekt. Alles klar, den haben wir auch. Wie viel gibt es so eine große Bananenstaude eigentlich? Ich glaube 10, oder? Ja, und das war auch ziemlich easy. Das Secret. Da hat man die Banane doch sehr deutlich gesehen. Und aus so einem fetten Ding kommt eine einzelne Banane. Hau ab! Wie viele Münzen man in den letzten Leveln bekommt, die wir gespielt haben. Krass. Okay. Hier muss man anscheinend einfach nur zuschauen. Und ein Puzzleteil? Ich denke schon, aber man muss ein bisschen was dafür tun. Ja. Okay. 6 von 7. Ist schon mal ordentlich. Na komm. Die will ich schon noch haben. Hier gibt es bestimmt noch ein richtig fieses Secret. Obwohl, ich glaube, da oben ist es, ne? Da oben wird es sein. Und der Level geht noch ein bisschen länger. Wobei, wenn ich es mir recht überlege, ich glaube, ich habe sogar ein ziemlich gutes Bonus-Level gezogen mit dem vorhin. Obwohl, nee. Cranky ist auch ziemlich gut, um noch die Plattform zu erreichen, also alles gut. Nur ich dachte, dass zum Beispiel Dixie jetzt hilfreicher wäre in so einem Bonus-Level. Mit ihr einfach nochmal so einen Aufschub bekommt und länger in der Luft bleiben kann. Aber nee, Cranky war auch ziemlich nice. Denke ich, werde zum Schluss nochmal. Bei Diddy bringt halt nichts, ne? Es gab schon so viele Secrets, wo man Dixie brauchte, also Dixie oder Cranky brauchte. Also werde ich jetzt einfach nochmal Dixie zum Abschluss nehmen. Okay, hier einfach dreimal draufkloppen und dann sich das gegönnen. Schön. Ja, das war's auch mit dem Level, ne? Oh, zum Abschluss wird's nochmal gefährlich. Aber wir haben's. Wunderbar. Und jetzt zum krönenden Abschluss. Nochmal das DK, komm. Jawoll! 15 Leben, die wir nicht gebrauchen können. Aber trotzdem schön. Let's go. Wunderbar. Und der nächste Part wird nochmal richtig spannend. Da spielen wir nämlich das Boss-Level. Drei Boss, Savannensause spielen wir da. Und das K-Level. Ich werde dann nochmal alle Sachen dafür sammeln, die man braucht. Ich glaube, nur hier haben wir es ausgelassen. Naja, wie dem auch sei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.